Ich wurde hin und wieder mal gefragt, ob ich für die eine oder andere Konsole einen AV-Mod kenne, weil der oder diejenige keinen Fernseher mit so einem HF-Eingang noch hatte und die alten Konsolen haben halt diesen HF-Ausgang. Und bevor man an der Konsole rumlötet, kann man auch so einen alten Videorekorder noch nehmen. Da möchte ich einmal dran erinnern, weil der auch nichts anderes macht als eine Konverterbox, die man sich extra kaufen kann. Der hat einen HF-Eingang und in der Regel haben die auch so einen SCART-Ausgang, dass man dann direkt mit SCART an Fernseher gehen kann oder halt mit einem Adapter, wie das hier ist, über Cinch an Fernseher. Das macht das Bild natürlich nicht besser, aber das funktioniert. Bevor man sich da teure Zusatzgeräte kauft oder an der Konsole rumlötet, für schnelle Testen reicht das vollkommen aus. Okay, zum Spielen eigentlich auch. Ja, also wenn jemand sowas auf dem Dachboden liegen hat oder im Keller oder Eltern, Bekannte haben so ein Ding noch, also nicht wegschmeißen, die kann man auf jeden Fall noch gebrauchen und die haben natürlich noch einen Vorteil, man kann wunderbare Dinge drauf abstellen, wie eine Klopapierrolle oder ein Pümpel oder ein schickes Häschen oder für Nostalgiker vielleicht so ein kleines Moorhuhn oder was mir persönlich am besten gefällt, natürlich so ein schönes, kaltes Bier. In diesem Sinne, rettet die Videorekorder, nicht wegschmeißen, die kann man für viele Dinge noch gebrauchen. Danke für eure Unterstützung.